Das Spiel ist ab 12 Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch lieber ein anderes Video an. Vom armseligen Hook Handy Bird an sich gerissene Beute. So, wir suchen einen Mond. Die suchen wir jetzt. Ein Mond. Ist das, oh nein. Doch, das, ist das oh die Insel? Nein, ich glaube ja. Ich glaube, oh, das ist. Nee, wohl, nee. Oh. Oder doch? Doch, wir sehen. Haben so eine Nemesis-Insel. Ja, oh nee, die ist hier direkt nebenan. Nee. Das ist nicht Cannon Cave. Nee, hier. Achso, da. Hast recht. Entschuldigung, ich hatte rechts geguckt, ja. Wunderbar. Wir haben eine Insel, da haben wir wie lange? Ja, da haben wir einen Schatz gesucht, da sind wir dann noch auf einen anderen Piraten einzeln gestoßen, der uns gefragt hat oder gesagt hat, helf mir. Hilfe, Hilfe. Wir haben echt, also ich weiß nicht, wir haben nachher den Stream ausgemacht, die Aufnahmen haben weitergesucht. Eine halbe Stunde lang, wir haben die Schatztruhe nicht gefunden. Und der andere Pirat hat uns immer gezeigt, bitte helf mir, bitte helf mir. Und wir haben immer gesagt, ja, bitte hilf uns, bitte hilf uns. Jetzt diesmal uns haben gegenseitig, wir, ja. Diesmal haben wir das Mikro an. Wenn wir auf jemanden treffen, können wir uns wenigstens dann... Der hat das... Oh, keine gute Idee, keine gute Idee. Nee, was machst du denn? Ich hab den Anker. Okay, wir müssen auf jeden Fall reparieren. Ich hab den Anker mal. Ich hatte eigentlich das Ruder gerade stehen, aber wahrscheinlich sind wir jetzt durch den Wind voll aufgelaufen. Ja, passt schon. Ich geh mal schippen. Warum habe ich kein Brett? Hast du dir welche genommen? Nein. Brett. Also ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, so schön geradeaus fahren. War wohl nix. Nee. Jetzt hast du unser neues Schiff. Das brandneue Schiff hat er innerhalb von Sekunden schon ruiniert. Ich habe hier oben zwei Löcher. Jetzt ist es nicht mehr brandneu. Jetzt sieht's gepimpt aus. Gebraucht. So hast muss du das unten sein. Leer? Was habe ich? Leer nicht. Nee, aber ich habe erstmal die Löcher gestopft. Ich bin immer so Fan davon, erstmal alles zuzumachen, bevor du da sinnlos umherschiffst. Also solange wir nicht kurz mal absaufen sind. Bitte? Ich suche meinen Eimer. Das war's. Jo. Oh, was können wir eigentlich mit dem Gefängnis machen? Da können wir Leute einsperren. Können wir das schon? Ich glaube schon. Nee, da tut sich nichts. Den Schatz hätte man ja auch vielleicht da reinpacken können. Ach, geht aber nicht. Das sieht irgendwie nicht gesund hier aus, aber gut. Na? Oh Gott, nein. Hey, was hast du gemacht? Nö, ach, ich habe mein hübsches Kleid angezogen. Ich kann es irgendwie nicht mehr wechseln gerade. Das ist auch interessant. Jetzt geht es echt nicht mehr, ne? Was ist denn das jetzt? Was hast du denn schon wieder gemacht? Hast ich du schon wieder gefummelt? Ich kann es nicht mehr wechseln. Ich kann es echt nicht mehr wechseln. Ich kann ja drücken, was ich will. Was ist das denn? Warte mal. Ja, ist doch nicht schlimm. So, jetzt. So geht's. Hallo auch an einen Zuschauer, wenn ein Zuschauer noch da ist. Und wir das nicht wieder selber aus Versehen in irgendeiner Art und Weise sind. So. Hallo. Wo waren wir? Hast du eine Karte ausgelegt? Achso, wir hatten ja schon anvisiert, klar. Ja. Ich erinnere mich. Und dann so. Hast du... das Schiff fast versenkt, ja. Genau. Diesmal war es nicht ich. Nein. Bei Pit People hat er mich einmal fahren lassen und was mache ich? Ich habe uns fast in den Selbstmord gefahren. Mit dem... Ja, passiert. Ich fahre da nicht mehr. Wir müssen links einmal. Ja, ich wenden, bitte. Guck erstmal, dass wir von Insel wegkommen. Setz mal gleich das Segel um. So. Noch weiter links. Ich setze gerade Segel, deswegen. Achso, sorry. Noch weiter links? Okay. Ja, links, einmal. Aye, aye, Captain. Ich bin Steuermann. Frau. Es. Du segelst aber immer noch geradeaus und nicht nach links. Links. Ich bin gerade nach links. Wir richtig haben nach links. Ja, wir haben Wellengang. Ich vermute, es liegt daran. Ja. Immer noch links. Ja. Ja, okay. Ich merke schon.
Ich dachte, ja, du hast die eine Insel da auch noch eingekringelt. Da waren wir gerade so, eben. Nee, das irritiert. Du sollst die Kringel wieder wegmachen. Sie. Aber das sieht doch eindeutig aus wie der Halbmond. Ja, du, ich guck da eine Millisekunde drauf. Ohoho. Eins, zwei, komische Millisekunden. Ja, aber du ja nicht auf deinen eigenen Bildschirm guckst. Ich werde hier immer nur gemobbt. Das stimmt. Ich nenne das nachher nicht mehr in zwei Zocken, sondern zwei eine Mob. Ja, wo man mobben wäre, beim Grillen ja auch noch was anderes, ne? Nein. Was? Nein. Ich morgens aufwache. Bist du eingemobbt? Ja. Boah, nee. Ist das widerlich, ne? Es gibt Dinge, die müssen einfach nicht sein. Aber dann bist du ein bisschen konserviert, dann kannst du dir das Duschen sparen. Lecker Honigsalz und so, ja. Das ist passt gut schon. Anti-Aging und hier Peeling und so. Klar. Also wenn du das möchtest, dann... Ich möchte bitte nicht nachzeitig mit Gewürzen eingerieben werden, das käme mir sehr komisch vielleicht, vor. Vielleicht kann man ja dabei auch direkt Waxing durchführen, weißt du, so in einem Pen bist du schön auf dem Bein, dann ratsch. Ja, dann machst Sugaring, dann hast du einen Zucker wenigstens. Dann bist du wach. Achso, wir haben auch die Kanonen noch gar nicht. Hast du es schon geladen? Ja, doch, ich habe schon geladen. Du bist mir voll voraus. Ich bin dir weit voraus. Da ist unsere Insel. Ja. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, sollte man das Segel noch ein bisschen... Ah, du bist schon dabei, okay. Ich bin dir mal wieder voraus. Nee, gerade bist du neben mir tatsächlich. Ach. Oder hinter mir. Das... Nee, das ist die Insel. Nee, das ist die Insel. Nein, Gott sei Dank nicht. Die waren wir aber auch schon mal besucht, glaube ich. Wenn ich ankern soll. Ah, da sind Kisten. Warte. Oh oh. Tue ich gerade ein bisschen schwer. Ich will hier rechts rüber ein bisschen. Fahr da nicht rein. Du machst noch mehr Löcher in unser Schiff. Komm, ist gut jetzt. Ich mach das schon. Anker. U-Turn. Oder so. So, wunderbar. Und Jibii! So, stell mal wieder auf gerade. Sieht man mich da eigentlich immer? Ja, natürlich sehe ich dich. Wie ich so durch die Meere hüpfe. Hm, lecker Algen. Bisschen Agger. Ich finde es unter Wasser auch total hübsch gemacht. Auch mit dem Licht ist cool. So. Große Felsengruppe. Wir sind hier beim Steg. Ja, wir sind... Was ist das für ein Geräusch? Oh, eine Schlange, krass. Die ist neu. Kann man hier uns was tun? Ich habe elegant drüber geschossen. Hast du ein Schwert dabei? Ja. Ich habe sie getroffen. Ich habe sie nochmal getroffen. Jetzt ist sie platt. Und weg. Nee, da kann man nichts mitmachen. Also die können uns wahrscheinlich nur verletzen, beißen. Oh, nur ist gut. Also Karte, ne? Wir müssen, na? Wir sind hier direkt beim Steg, wie du schon gesagt hast, genau. Und wir müssen... Hier ist doch ein Weg, angeblich. Ah, hallo Pommes. Ah, hi Pommes. Na, wie geht's dir? Alles gut? Pommes schreibt, Servus, hat euren letzten Stream leider nicht geschafft. Und dass ihr per E-Mail geschrieben habt, habe ich auch erst am nächsten Tag gesehen. Ist ja kein Ding. Oh, noch eine Schlange. Das war auch, glaube ich, eher spontan, dass wir das gemacht haben. Ja. Ne? Momentan sind wir leider sowieso etwas spontaner als sonst. Was ein bisschen den Gegebenheiten geschuldet ist. Ja, wir hatten hier furchtbar die Grippe. Also im Kindergarten bei den Kindern. Oh, boah, ich treffe heute nichts. Nimm das Brett weg. Wir nehmen das Brett weg. Nee, ich rede mit meinem Typus hier. im Kindergarten bei den Kindern waren irgendwie von 20 Kindern noch 5 da, der Rest hat alles Grippe gehabt. Ah, das war heftig. Und jetzt haben wir so ein bisschen Nacharbeit natürlich allgemein hier noch. Warte mal, es muss hier irgendwo sein. Jetzt hab ich aber schon wieder, jetzt hab ich die Bretter. Was ist passiert? Was ist mir passiert? Was machst du? Bist du was denn? Wurdest du von der Schlange gebissen vielleicht? Weiß ich nicht. Bei Fine pulsiert der Bildschirm rötlich. Bin ich jetzt hier verkehrt? Das muss doch hier sein. Was war denn das jetzt? Aber ich kann mein Schwert nicht nehmen. Warte mal. Warum kann ich denn mein Schwert nicht nehmen?
Ich muss dahinter laufen. Das sind die Schlangen hier. Da musst du aufpassen. Ah. Also eigentlich müsste es ja genau hier so sein, ne? Warte mal, hier ist ein Weg. Das kann ja hier nicht sein. Warum kann ich denn jetzt nichts mehr machen? Bin ich denn jetzt immer am falschen Felsen? Ich krieg gerade nichts gelevelt hier, ne? Ich kann auch gar nichts auswählen bei mir im Moment. Sehr seltsam. Schabaini. Skelett. Ja, Farmmanager kommt raus am 6. April, meine ich, war das gewesen. Ah, Mist, ich hab keine. Ich kann nichts machen. Wieso kannst du nichts machen? Weil ich nur Banane auswählen kann. Kannst du keine Waffe mehr auswählen? Nö. Ja, dann Banane hast du das Problem, was ich eben hatte. Ich konnte eben auch keine Waffen auswählen, warum auch immer. Ich kann mit der Banane auf die Schlange einprügeln. Ich kann hier auch keinen Eimer nehmen. Du, ich glaube, wir sind ja nicht gerade da, wo wir sein sollen, ne? Wir sind doch viel zu weit, oder? Ich kann das auch nicht sagen, weil ich kann auch... Doch, die Karte kann ich nehmen. Das musst du doch mal. Das muss da irgendwo bei den Felsen sein. Wir sind ja vorne auf dem Felsen doch jetzt schon. Das heißt, es muss doch da irgendwo sein. Da ist der große Felsen am Steg. Das muss doch da irgendwo sein, ne? Uah. Schon wieder von der Schlange gebissen. Ach, diese Scheiße. Hier muss das doch sein. Guck mal. Guck mal hier. So, hier geht ein Weg hoch. Ach nee, Mann. Aber hier ist doch Wasser. Aha. Na toll. Wieso habe ich denn jetzt kein Schwerter mehr? Ich will eine Waffe haben. Das kommt gleich wieder. Das hatte ich ja eben auch. Ich verteidige. Das kommt gleich wieder. Ich gehe schon mal zum Schiff. Ich kann hier sowieso nichts mehr machen. Ich hatte übrigens mal auf der Seite von uns mal in der Plauderecke was reingeschrieben gehabt, ob man so vielleicht so eine Art Newsletter oder sowas einführt. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage noch gewünscht ist. Also könnte jeder, der sich da einträgt, quasi sich von uns benachrichtigen lassen, sobald wir dann wieder online sind. Und das ist leider halt momentan frühestens einen Tag vorher, wo wir es bekannt geben können. Ja, nicht ganz so einfach momentan. Ja. Also wenn da irgendwie Interesse besteht, geht ruhig auf zweizocken.de. Könnt ihr gerne auf die Plauderecke auch schreiben oder schreibt uns eine E-Mail. Gerne, kein Problem. Dann können wir das umsetzen, falls das gewünscht sein sollte. Ja, auch Spiele, Wünsche, falls oder Tipps. Wir haben jetzt letztens nach ein paar Koop-Games geguckt. Oh ja. War das jetzt ja... Ach, keine Ahnung. Ich habe mir gerade schon eingebildet. Ja. Klar, wenn ihr Spielideen habt oder Vorschläge, nichts mehr damit. Wir sind froh, dass wir das momentan spielen können oder dass es jetzt endlich draußen ist. Weil so viel Koop-Games gibt es momentan nicht. Zumindest ja. Nichts Neueres, sage ich jetzt. Ja, mal. Und wenn dann immer so Shooter-Gedingse und da bin ich nicht in der Lage zu, muss ich dann ehrlich gestehen. Ja, Pit People war eigentlich ganz cool, aber Pit People ist sehr... Also wir spielen sehr gerne, es ist nur ein bisschen unübersichtlich zu zweit auf einem Bildschirm tatsächlich. Aber macht super Fun. Wir müssen ehrlich sagen, auch immer dann zweimal die Kohle teilweise ausgeben, ist halt auch richtig heftig. Das geht dann auch nicht immer. Und zu manchen Spielen fehlt uns ehrlich gesagt noch die Erlaubnis. Es gibt manche Unternehmen, die melden sich innerhalb von 2-3 Tagen. Und es gibt Unternehmen, ich nenne sie jetzt nicht, die melden sich 2-3 Wochen nicht. Und ja, ist dann halt so, ne? Man ist nur ein kleiner Kanal, ist dann halt auch relativ uninteressant, ne? Ist dann so. Ja. Ist zwar schade, aber ja. Macht man nichts dran. Nach rechts bitte. Klar, mache ich. Segel nach rechts. Oh. Ich glaube nicht, dass es das ist, was du meintest, aber ich werde es gleich umsetzen. Nein, die Fahrtrichtung nach rechts. Schon klar. Schön ruhig hier. Hast du das Getränk? Da steht das Getränk.
Ja. So. Farmmanager wissen wir jetzt nicht, ob wir das vor dem offiziellen Release nochmal streamen wollen. Also wir haben jetzt tatsächlich mal den Entwickler... Es kommt auf die Updates an, denn... Genau, es kommt auf die Updates an und ich weiß nicht, du... Ach, das wollte ich eben noch gesagt haben, Pommes. Du kannst ja bei Twitch, kennst ja bestimmt, kannst die Folgen ja noch hinterher nochmal anschauen auch. Also wir haben tatsächlich das Experiment nochmal spielen können. Die Map ging jetzt wieder, man konnte sogar speichern. Aber so nach einer Stunde Stream, ich sag mal... Ich glaube, dadurch, dass wir die Map in der vorigen etwas fehlerhafteren Version gespielt haben, haben wir wahrscheinlich ein paar Fehler mitgenommen. Wenn ich dann das eine Feld erinnern kann, was wir da platt gemacht haben, war keine gute Idee. Das packen wir auch nicht mehr an. Nein, und das haben wir einfach nur gelassen. Ja, und hinterher haben wir unsere Grasfelder halt abgeerntet und unser Lagerhaus war voll und da ging nichts mehr. Der Trecker wollte nicht mehr weg. Ja. Und ja, dann haben wir es erstmal sein gelassen. Aber wir haben tatsächlich jetzt mal angefragt, ob wir nicht vielleicht im Vorfeld schon mal die endgültige Version bekommen können, aber da haben wir leider noch keine Antwort. Das wäre natürlich... Zeigen dürfen wir die vorher nicht. Nö, aber man könnte ja schon mal Aufnahmen machen. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Oder wenn wir die Erlaubnis haben, können wir die auch zeigen. Ich glaube zwar nicht dran, aber wer weiß. So, fahre ich richtig? Ist das der Outpost? Ja, ne? Ja. Wir sind ein bisschen langsam unterwegs. Warte mal. Machst du die Segel? Soll ich einholen oder? Nee, bei dem Wind drehen ein bisschen. Das ist nur so halbherzig quasi. So. Jawohl. Ich stehe dann schon mal parat. Jetzt könntest du so langsam einholen. Wir sind sehr schnell unterwegs gerade. Das endet sonst böse. Noch böser als es ist schon. Gehst du an den Anker? Schnell, jetzt? Ja. Bitte? Sehr gut. Oh, okay. Hab noch ein bisschen Platz, hab Platz, danke. Willst du nur schnell verkaufen gehen? Soll ich schnell gehen? Dann, ich kann schnell gehen. Bleib ich auf dem Schiff, ja, ja. Hätten wir eigentlich noch eine holen können, ne? Jetzt machen wir faul. Hab ich nicht drüber nachgedacht. Ich schlag sie schon mal vor. Stell ich mir gar nicht so einfach vor, mit so einer Schatztruhe in der Hand zu schwimmen. Das ist doch wie so eine Boje. Also realistisch gesehen nein, weil da Gold drin ist. Besonders, die sind auch nicht wasserdicht, ne? So, da wird keine Luft drin bleiben. Unabhängig vom Gold jetzt. Hallöchen. Na? Okay, mehr Windräder. Bitte? Was? Also wenn's Spiel auch draußen ist, machen wir auf jeden Fall nochmal das Windräder-Experiment. Ja. Wenn das nicht unsere allgemeine Spielstrategie werden wird. Du, wir haben ja auch, falls du es gesehen hast, Surviving Mars gemacht und da sind wir ja auch auf Windräder gegangen. Aber da geht es sich ja nicht um Kohle verdienen. Also die Windräder verfolgen mich tatsächlich. Ich mag sie. Nur im Real Life nicht so, aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls nicht in unserer Nähe. Ja, genau. Hast du eine Karte ausgebreitet? Jawohl. Ich gehe mal ganz kurz. Ich glaube, ich hatte eben zwar schon Muni geholt, aber kann man nie genug von haben. Oh, muss man Munition mitnehmen? Habe ich jetzt schon wieder gemacht. Nochmal, Seefahrtvorschlag. Kann ich schon wieder nicht. Ich kann das gar nicht anwählen hier. Oder ich habe es gerade gemacht. Haben wir die schon? Nö. Nö. Warte. Habe ich noch nicht gedrückt. Ich habe gerade meine Karte hingelegt. Keine Ahnung. Die 365 Tage Forschung haben wir nicht fertig gekriegt. Nee, das hat nicht geklappt. Wir ich haben hab's dann, versucht. Wie gesagt, als ich da alles wieder festgebackt habe, wir haben einen Megastau produziert. Was hast so, du immer ja. gekauft? Du hast immer gemeint, Sachen zu verkaufen. Und ich hab's aus Versehen gekauft. Ja, irgendwie sowas war das. Wir haben irgendwie nachher 50 LKWs, die sich da im Kreis drehten. Aber schön. Ja, wie gesagt, wir haben dann nachher aufgegeben, als sich dieser eine Trecker, oh, das Pumpen, festgebackt hat. Habt ihr das verstanden? Sehr gut. Hm? Ich nicht. Als der eine Traktor sich andauernd da festgebackt hat. Da haben wir dann aufgegeben, entnervt. Sieht aus wie ein Schuh. Oh mein Gott, wir haben Italien entdeckt. Nein. Das da? Weil du. Das da? Das hier? Nee. Nee. Okay. Da, ist es die? Die ist es hier. Ach so. Aber so ab von. Hier? Ja, dann guck du. Ist egal. Ja, also das müsste die sein.
Ansonsten sind wir mal schön rumgesegelt. So, bevor ich den Fehler von eben mache, gucke ich erstmal, ob wir weit genug weg sind.